Das ist es, das Maskottchen des Vereins zur Erhaltung historischer Technik in Frenkenau bei Bad Kösen. 20 Tonnen schwer, 220 PS, eine Dampfpflug-Lokomobile. Zwei davon standen sich früher an Feldern gegenüber, um einen Pflug mit einem 500 Meter langen Drahtseil abwechselnd über das Feld zu ziehen. Wir waren früher die Betriebsakademie für Landtechnik. Das heißt, hier erfolgte die Weiterbildung, Ausbildung für Techniker, Mähdrescherfahrer und Traktorenfahrer auf dem Gebiet der Elektrik, Elektronik und so weiter. Und in den 70er Jahren fingen wir an, mit der Dampfmaschine hier eine Sammlung aufzubauen. Diese Dampfmaschine wollte man verschrotten und wir haben gesagt, das ist Zeitgeschichte. Wir haben sie gerettet, haben sie hergeschleppt. Und seit dem Tag an wurde hier gesammelt, weil die Teilnehmer kamen ja in unsere Schule, kamen aus der Landwirtschaft. Nicht, und konnten dann berichten, ja, der Opa, der hat noch einen Lanz Bulldog stehen und die Oma hat noch eine Dreschmaschine. Nicht, und so sind ja viele, viele Produkte damals uns überlassen worden, aber auch vieles wurde gekauft. Am 27. Juni kamen Mitglieder der Oldtimer-Freunde Zeitz zu Besuch. Um die 100 Fahrzeuge und Maschinen hat der Verein bisher zusammengetragen. Darunter auch einer der ersten selbstfahrenden Lanz Bulldog Traktoren. Die Philosophie der Firma Lanz war in den 1920er Jahren, kleine, erschwingliche Maschinen für Kleinbauern herzustellen. Und wir haben das hier erhalten können, denn ein Teil blieb hier eine Schule, ja, die Gemeinde zur Bildungseinrichtung, und der andere Teil ist privatisiert worden, das ist die schöne Aussicht. Das haben wir privat von der Treuhand gekauft und wir haben dann hier Kfz-Ausbildung betrieben, Umschulung, auch Schweißtechnik, ja, da aus der Branche komme ich eigentlich auch. Und haben uns zum Ziel gesetzt, das weiter zu erhalten. So wurde der Verein gegründet, der das Gelände für 40 Jahre gepachtet bekam. Ich bin mit Leib und Seele Landtechniker, habe das auch mal studiert, auf dem Dorf groß geworden und habe zu jedem Gerät eine besondere Beziehung. Nicht? Denn meine Generation, ja, ich bin jetzt 77, habe das alles noch miterlebt. Die Dampfmaschine, die Lanz-Bulldogs und so weiter. Und ich habe auch Landmaschinen-Traktorenschlosser gelernt. Und da hat man eine Beziehung dazu, das kann andere nicht verstehen. In erster Linie geht es dem Verein um das Zusammentragen und Erhalten der Technik, die sonst in der Regel verschrottet oder weggeworfen würde. Eine Restaurierung ist aus Zeit- und Geldmangel nur bedingt möglich. Ich muss aber geeignete Leute finden, die mit Herzblut dabei sind. Ja, nicht? Und wenn ihr uns hier Schrauber nennt, das stimmt, ja, das sind wir. Uns fehlt zwar die Werkstatt, aber trotzdem finden wir immer eine Möglichkeit, ja, irgendwie dies oder jenes zum Laufen zu bringen, am Umzug teilzunehmen, ja, auch zu anderen Veranstaltungen zu fahren. Und ich habe ein paar gute Leute. Ja, darauf bin ich ein bisschen stolz. Versuche aber immer, Jugendliche zu gewinnen. Das ist bei den heutigen Interessenlagen natürlich nicht so einfach. Also wird versucht, schon bei Kindergartenkindern das Interesse zu wecken. Unser Kindergarten, die machen jedes Jahr im Herbst ein großes Fest. Und dann versuche ich immer, die Kleinen zum Lanz-Bulldog-Fahrer nicht zu erziehen, aber sie zu animieren. Nicht? Dann nehmen wir den Traktor hier, zeigen das, wie man den anlässt. Die kriegen eine Urkunde, kriegen eine Mütze. Da. Und dann sind die so glücklich, dass sie den ältesten Lanz-Traktor mal bedient haben, indem sie mal am Lenkrad gewackelt haben. Und das ist immer das, was einen dann freut, dass Kinder das annehmen, auch wenn die ja durchgehen. Die müssen immer mit ihrer kindlichen Fantasie erkennen oder sollen erkennen, was ist das? Wie könnte man das nennen? Was macht das? Und da habe ich die Kinder auf meiner Seite. Und ich hoffe immer, dass davon mal welche hier unser Nachwuchs werden, hier als Schrauber. Und Kinder, die vom Dorf kommen, die meisten Eltern haben ja einen Oldtimer. Ja, und da kommen die hier an schon mit einem Wissen. Nicht? Und das ist immer ein Spaß, wenn die kleinen Geister mir sagen können, das ist, ja, und so weiter. Ne? Und das freut einen, weil viele fragen, ja, du bist ein kleiner Idiot, was du hier machst. Nee, nee. Aber das ist, wie soll ich sagen, das Dankeschön. Das ist aber nicht das einzige Dankeschön, was der Verein immer und immer wieder erfährt. Wir nennen uns zwar Vereinserhaltung historischer Technik, nicht bewusst Landtechnik, weil wir eigentlich alles sammeln. Nicht? Ob das jetzt hier eine Rolle ist, wo wir Wäsche gerollt haben, nicht? Und so weiter. Wir sammeln alles. Nicht? Und viele bringen ja auch Kleinigkeiten,
Wir nehmen das, wir wissen nicht wohin, wir stapeln das aber, weil ich sage, ein Mensch, der mir heute was bringt, ja, er kennt unsere Arbeit an. Ja. Wir nehmen auch keinen Eintritt. Wir haben zwar hier eine Kollekte und da nehmen wir mehr ein, als wenn wir Eintritt nehmen. Weil ich sage, jeder, der uns hier eine Spende gibt, erkennt unsere Arbeit an. Ja, und das ist natürlich immer etwas Positives, was ich den Mitgliedern sagen kann. Guck mal, hier hat einer sogar 50 Euro reingelegt, ja, oder mehr. Unterstützung ist immer willkommen. Der Verein möchte weitere überdachte Flächen schaffen, zumal eine Halle samt Technik durch Brandstiftung verloren ging. Und vor allem, das ist Zeitgeschichte DDR-Landwirtschaft, was wir hier haben. Ja, ausschließlich ein Traktor, nicht, der hier nicht reinpasst, aber alles DDR-Technik. Und wenn dann so meine Generation kommt, nicht das Schöne, oh ja, der Enkel, Opa, was, mit dem Traktor bist du durch den Graben gefahren, ja, oder sonst was. Nicht, da kommt so die Erinnerung bei den älteren Menschen. Nicht, und das ist eigentlich Sinn der Sache, warum man sowas hier erhält, ja, und versucht, naja, den Generationen weiterzugeben. Feste Öffnungszeiten gibt es für die Ausstellung nicht. Interessierte können sich aber jederzeit bei Horst Fritz telefonisch melden, um eine Besichtigung zu vereinbaren. Oder der Kontakt wird über das Hotel Schöne Aussicht in Bad Kösen hergestellt. Es gibt immer Interessenten, und ich sage immer, die hier hochkommen, hier hochlaufen, ja, das sind welche, die unsere Arbeit anerkennen. Ja. So werde ich das. Dann fahre ich auch gerne für den Einzelnen hier hoch. Im Moment geht es nicht anders. Ja. Aber es funktioniert.